Herr Siegel, letzte Woche hat die Bundesbank angekündigt, dass sie bis zum Jahre 2020 ihren Goldbestand auf 50% daheim aufstocken möchte. 50% werden dann in New York und London verbleiben. Die Bundesbank gibt dafür einen gewissen Grund. Können Sie uns den mal nennen und was Sie dazu zu sagen haben? Ja, offensichtlich reagiert die Bundesbank jetzt doch auf viele Stimmen und viele Forderungen von ja, interessierten Bürgern, auch von Initiativen, holt unser Gold heim, ist hier zum Beispiel zu erwähnen, das Gold zurückzuholen und im Falle einer Währungskrise dann auf dieses Gold zugreifen zu können. Früher hat die Bundesbank immer angekündigt, das Gold im Ausland lagern zu lassen, um dann im Falle einer Währungskrise schnell Devisen erwirtschaften zu können. Was jetzt genau dahinter steckt, ob es nur Reaktionen sind auf Forderungen, das Gold nach Hause zu holen, oder ob jetzt da eine Änderung der Strategie dahinter steckt, das ist reine Spekulation. Interessant ist vor allem, dass die Bundesbank bis vor wenigen Monaten immer angekündigt hat, oder immer veröffentlicht hat, dass nur ein ganz geringer Teil des Goldes überhaupt in Deutschland gelagert wird, jetzt aber plötzlich eine Veröffentlichung gemacht hat, dass bereits 31% des Goldes schon in Deutschland sind. Das heißt, die Bundesbank hat sehr viel Gold bereits nach Deutschland geholt. Und diese angekündigte Aufstockung von 31% auf 50% des deutschen Goldbestandes bis zum Jahr 2020 ist eher eine langsamere Aufstockung, als in den letzten Monaten und Jahren stattgefunden hat. Interessant ist allerdings jetzt die Veröffentlichung, dass man jetzt Gold nach Hause holen will, wo man ja bereits schon einen größeren Teil, als man jetzt nach Hause holen will, in den letzten Monaten nach Hause geholt hat, aber darüber gar nicht gesprochen hat. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Aber eine Frage, die ich hätte, wäre, wenn jetzt also es scheint ja so, dass in New York gar nicht mal das Gold so locker sitzt, dass man es einfach abgeben könnte. Trifft das zu? Also offensichtlich ja schon. Bis jetzt wurde ja auch von der Fed nur angeboten, jedes Jahr 50 Tonnen nach Deutschland zum Prüfen zu schicken. Wie gesagt, von einem Bestand von 1.500 Tonnen. Können wir in einer ordentlichen Inventur jedes Jahr nur 3% des Bestandes prüfen? Dabei wurde noch nicht mal gesagt, ob dieses Gold nicht wieder zurückgeschickt werden soll nach der Prüfung. Dann würden wir eventuell im Jahr danach das gleiche Gold zum Prüfen nochmal wiederbekommen. Wenn das Gold dann in Deutschland verbleibt, hätten wir die Möglichkeit, jedes Jahr 3% des Goldbestandes zu prüfen. Das heißt, ob alles Gold ordentlich in New York vorhanden ist, wüssten wir erst nach etwa 30 Jahren. Ja, aber selbst wenn das Gold dann hier bliebe, was sagt das aus, wenn ich einen gewissen Prozentsatz teste? Was sagt das aus für den Rest? Ja, das bedeutet, dass ich den Rest nicht geprüft habe. Das heißt, ich prüfe 3% und weiß über die anderen 97% gar nichts. Ja, also hat das wenig Aussagekraft. Es hat überhaupt keine Aussagekraft, ja. Selbst das Gold, was wir zum Prüfen bekommen, wenn wir es zurückschicken müssen, kann ja geliehenes Gold sein. Ja, wer hat das denn geliehen? Ja, darüber gibt es, wie gesagt, nur Spekulationen, dass Gold verliehen wird von Zentralbanken. Da steht fest, wie viel an wen verliehen wird, ob vielleicht das Gold auch doppelt verliehen wird, wie das Zentralbanken ja üblicherweise mit Geld machen. Also Geld wird ja nach unserem Mindestreservesystem, wenn wir 2% Mindestreserve haben, 50 Mal verliehen, das gleiche Geld, weil ich ja nur 2% Mindestreserve haben muss. Wenn das gleiche Prinzip beim Gold angewendet wird und die Zentralbanken sagen, naja gut, ich kann es ja 5 oder 10 Leuten gleichzeitig verleihen, die es dann an den Terminmärkten auf Papier verkaufen können, solange ich es nicht zurückfordere, kann ich ja von allen 10 Leihern dann auch eine Leihgebühr bekommen, so wie das mit normalem Zentralbankgeld ja auch gemacht wird. Wenn ich das mit Gold mache, bekomme ich natürlich ein Problem, wenn dieses Gold physisch abgefordert wird. Wenn ich aber das ausschließe in den Verträgen, dass Gold physisch abgefordert wird, dann kann ich dieses Spiel im Prinzip bis weit über die tatsächlich vorhandene Goldmenge auch noch treiben. Ja, es kann ja auch passieren, dass gar keine physischen Goldbarren den Ort wechseln, sondern dass es nur zu einer Umbuchung von Goldforderungen kommt. So wie sich der Goldbestand, der jetzt ausgewiesen wird von der Bundesbank, in den letzten Monaten erhöht hat, ist davon auszugehen, dass gar kein Gold physisch aus New York nach Frankfurt geschickt wurde, sondern dass nur Goldforderungen umgebucht wurden. Es gibt hierzu keine Aussagen von der Fed und auch keine
Aussagen von der Bundesbank. Ja. Was halten Sie davon, dass aus London gar kein Gold zurückgeholt werden soll? Wir haben ja vor ein paar Wochen eine Meldung gesehen, dass die Queen den Londoner Goldbesitz sich angesehen hat. Offiziell liegt dieser Goldbesitz um etwa 400% über dem Gold, was auf den Bildern gezeigt wurde. Von diesem Gold, was gezeigt wurde, das ist etwa eine Summe von etwa 700 Tonnen gewesen, gehört der Bank of England nur noch etwa 330 Tonnen. Das heißt, die restlichen Tonnen gehören anderen Zentralbanken. Offiziell sollen aber etwa 4000 Tonnen in London eingelagert worden sein. Wir haben aber auf den Bildern und alleine von den Räumlichkeiten und alleine von den Berichten über den Wert des Goldes nur etwa 700 Tonnen in London vorliegen. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der tatsächliche Goldbesitz der Bank of England nur 700 Tonnen beträgt, dann gehören davon 330 Tonnen den Engländern und um die restlichen etwa 400 Tonnen können sich dann die anderen Zentralbanken, die etwa 3000 Tonnen oder 3500 Tonnen eingelagert haben oder offiziellen Bestand in London haben, streiten. Also es wäre noch nicht mal die deutsche Goldforderung an die Bank of England in Höhe von 450 Tonnen damit abgedeckt. Ja. Noch einmal zurück dazu, dass Gold weiterhin in New York und London gelagert werden soll. Warum macht das die New York Fed oder die Fed bzw. die Bank of England nicht genauso in Frankfurt? Das ist ein interessanter Aspekt des ganzen Problems. Offiziell wird ja von der Bundesbank angegeben, das Gold im Ausland zu lagern, um in einer Finanzkrise schnell an Devisen kommen zu können. Aus Sicht der USA oder aus Sicht von England müsste es im Fall einer Finanzkrise, von der ja diese beiden Länder auch betroffen wären, dann ja auch Sinn machen, Gold im Ausland, sprich im Euroraum zu lagern, um im Falle einer Finanzkrise schnell an Devisen zu kommen. Dieses Argument scheint nur für deutsches Gold zu gelten und nicht für englisches Gold und nicht für amerikanisches Gold. Und genau deswegen ist diese Aussage auch völlig unglaubwürdig und macht überhaupt keinen Sinn. Weil wir können natürlich auch in Frankfurt mit deutschem Gold an Devisen kommen, wenn wir Gold verkaufen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ja. Zu den Forderungen von Holt unser Gold heim zählt die volle physische Inventur auch der Bestände, die in Frankfurt sind. Warum ist das so wichtig? Ja, wie gesagt, wir haben die Bestände in Frankfurt sehr schnell erhöht und wir haben aber überhaupt keinen Bericht bekommen von der Bundesbank, wann wie viel Gold von wo nach wo transportiert wurde und in Frankfurt eingelagert wurde. So dass man fast schon davon ausgehen muss, dass hier überhaupt kein physisches Gold bewegt wurde, sondern dass vielleicht nur Goldforderungen von der Fed auf die Bundesbank umgebucht wurden. Wenn nur Goldforderungen umgebucht worden sind, ist das Gold, was jetzt ausgewiesen wird von der Bundesbank als Bestand, physisch gar nicht vorhanden. Und nur eine ordentliche Inventur würde das zum Vorschein bringen. Warum meinen Sie, kommt keine von den Fragen, die wir jetzt erörtert haben, in der Berichterstattung der Mainstream-Presse vor über die Entscheidung der Bundesbank? Also hierdrüber können wir natürlich nur spekulieren. Ja. Aber es ist auffällig, dass es nicht passiert. Darüber, also es ist natürlich sehr, sehr schwierig, da eine Antwort zu finden, ob solche Fragen blockiert werden, ob solche Fragen nicht gestellt werden, weil die Aufmerksamkeit der Journalisten nicht da ist, ob solche Fragen ausweichend beantwortet werden und die Journalisten dann mit diesen ausweichenden Antworten zufrieden sind. Es gibt viele, viele mögliche Ursachen dafür, dass solche Fragen nicht auftauchen. Ja, gut, dann danke ich Ihnen für dieses kurze Gespräch. Ja, vielen Dank.